Ein Spiel von Ubisoft. Aha. Ach so, dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch. Ach so. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener Glaubensrichtungen und weiter konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Drücken wir einfach mal die Starttaste. Ach so, ja, dann würde ich gern. Was ist das denn? So viel schon installiert drauf? Würde ich gern das nehmen. Okay. Geht's weiter jetzt? Ah, wunderbar. Würde ich gerne den Story-Modus wählen. Nein, warte, Option natürlich erstmal. Gesprochene Sprache würde ich Deutsch nehmen, ist zum Vorteil. Ja, Untertitel machen wir ein. Diese Option gibt's ja jetzt. Können Sie den Kreis brechen? Weiß ich nicht, ob ich den Kreis brechen kann. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed zurück. Ich sag mal, ja, was sage ich denn? Ich sag erstmal hallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed 2 jetzt. Gleich direkt nach dem ersten Teil. Hat zwar jetzt etwas länger gedauert, weil ich ja länger jetzt keine Zeit hatte. Oh, warte mal, ich muss mal kurz hier bei den Kopfhörern hier. Entschuldigung. Wieder wunderbar vorbereitet hier natürlich. Warte mal. Ach Alter, was ist das denn jetzt? Timer muss ich auch noch starten. So, wunderbar. Story-Modus, genau. Eine neue Sitzung würde ich, also ein neues Spiel erstellen würde ich gern. Sumoro klingt gut, würde ich gerne nehmen. Oh, was jetzt? Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Ja, wunderbar. Das kennen wir ja noch aus dem alten Teil, dem alten Assassin's Creed. Also dem Assassin's Creed, oh, ich kann mich schon bewegen jetzt. Aus dem ersten, beliebige Taste drücken, okay. Aus dem ersten Assassin's Creed Teil haben wir das am Ende alles gesehen hier, weil wir jetzt auch die Fähigkeit haben, das Adlerauge zu benutzen. Und das sieht aus, als wäre das alles Blut vom Vorgänger. Wir haben es gerade 22.13 Uhr, aber nicht bei mir. Ja, ach du Scheiße. Okay, einfach mal Taste drücken. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Die Grafik hat sich auch etwas geändert jetzt. Zu den ersten Teil, wahrscheinlich. Reiß
rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Okay, dann beeilen wir uns mal. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt länger keine Zeit gehabt. Weil ich auch mein Intro machen musste. Oder machen wollte, weil das andere war ja lame. Subjekt Z10. Desmond Miles. Das andere war ja lame. Lame. Weißt du, bist du schon festgeleimt. Festgeleimt. Ach ne, halt egal. Sucht nach relevanten Erinnerungen. Ich bin gespannt. Leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Psst, meine Liebe. Alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe. A drücken, um die Beine zu bewegen. Okay, machen wir. Und jetzt nochmal B drücken, um die leere Hand zu bewegen. Einfach mal abstechen jetzt. Und jetzt nochmal X drücken, um die Waffenhand zu aktivieren. Als kleines Kind haben wir natürlich schon Waffen. Können wir jetzt den Vater eine drüber ziehen. Und jetzt noch Y, um den Kopf zu bewegen. Wie ihr jetzt schon merkt, wir spielen hier mit der Xbox. Die musste ich auch noch umschließen. Oh. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Ezio. Geburt eines Assassinen. Erfolg freigeschaltet. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Okay, dann gehen wir mal. Jetzt können wir auch rennen hier mit unserem Desmond. Und wir kommen hier wirklich raus? Desmond. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Ja. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Weg. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Hey, ja, ich hab mir schon. Schick. Scheiße, wir müssen raus hier. Da sind sie. Lasst sie nicht entkommen. Die ist eine gute Kämpferin, unsere Lucy. Die Lucy Diakowska, oder wie? Okay. Weiter hier. Das kennen wir ja alles noch gar nicht. Wir waren ja nur in unserem Dings da gefangen. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Nächtliche Aktivitäten? Also, Alter. Nach innen. Ach so. Ein Controller, der klebt irgendwie. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite ja. des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Also ich möchte es schon gern kämpfen. Hätte ich gern Lust drauf jetzt. Ist das ein Animus? Moment. Ein Animus, viele Animussen. Was zur...
was die Annie muss. Bleib bei mir. Ja, hier ist doch gar nichts. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Bitte. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Beliebige Taste drücken. Scheiße. Komm schon. Ah. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Jetzt wisst ihr, wie das Auto Audi entstanden ist. Ja, ja, gut. Oh, jetzt können wir kämpfen. Alter. Steh auf. Alter, Desmond, hallo, steh auf. Alter. Ah ja, genau. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Alter. Wir warten das gleich mit dem Kondor, ne? Ging das überhaupt noch? Oder können wir das überhaupt? Ich schlag jetzt einfach mal drauf. Hier, komm, so. Ich kenne überhaupt die Steuerung gar nicht mehr. Die ist ja jetzt eh anders auf der Xbox. Also, na gut, eigentlich. Ja, geil. Bud Spencer Style, ja. Okay. Ich sollte mal aufhören, hier so komisch rumzuquatschen. Oh, ist das ein Mercedes? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da. Mafia-Style. Noch ein Erfolg. Averidaci, Abstergo, ja. Mach's gut. Die heizt ganz schön, ne? Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen. Ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Nein. Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Fernseher ja auch noch hier die... Ja, Geräusche macht. Lucy.
Du hast es geschafft. Mein Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Ja, was ich sagen wollte, mein Fernseher hat ja gerade noch hier die Töne von der Xbox noch ausgemacht. Ich hoffe mal, die Töne von der Xbox. Ja, du weißt doch, was ich meine jetzt, ne? Die Geräusche, was von der Xbox rauskommt jetzt hier, der Ton vom Spiel kam noch über meinen Fernseher raus und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht ganz so gestört hat. Ich habe das jetzt den Fernseher auf stumm gestellt. Oh, was ist das für geiler Fernseher, Alter? So einen möchte ich auch zum Aufnehmen. Schniekes Bett hier, uiuiui. Da passt Lucy auch noch rein. Okay, so. Da geht ab, die Luzi, hä? Ja, ist okay. Ah, mit hier, mit der können wir nochmal reden. Ich drück eine beliebige Taste. Hallo. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein. Wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Ja. Tut mir leid, Desmond. Ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Okay. Und du? Können wir mit dir reden? Wahrscheinlich können wir hier... Hier können wir noch nicht mal in den Animus steigen. Mal sehen, vielleicht können wir hier... Ah, jetzt können wir mit dem Adlerauge auch laufen. Ach, das ist super, Alter. Wenn man bedenkt, was in dem ersten Spiel nicht so ging. Aber hallo, ich drück doch eine beliebige Taste. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Jetzt sei mal nicht so arschig. Hallo, Desmond. Hau ab. Hey. Bitte, Kumpel, geh und nerv jemand anderen, ja? Ich hab keine Zeit.
Welchen Teil von keine Zeit verstehst du nicht? Ist das so schwer? Oder kommt das nur, weil du das nicht kennst? Das ist es. Du hast ja eigentlich immer Zeit. Ich nicht. Alter, was ist mit dem los? Lucy, was stimmt nicht mit dem? Ich glaube, ich habe einen Stalker. Hallo, Desmond. Hau ab. Ja, das kennen wir ja schon. Bitte, Kumpel. Geh und nerv jemand anderen, ja? Das kennen wir ja schon. Okay, können wir jetzt noch mit irgendwem quatschen hier? Ich glaube, Rebecca wartet. Ja? Wartest du? Ich möchte aber auch gerne mal... Vorbetreten. Hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Okay. Ach so, gut. Alter, was ist das denn jetzt? Sorry, ach so. Keine Zeit. Können wir jetzt in den Animus springen? Super. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Was bist du? Ein kleines Mädchen? Schon. Naja. Wurde dem das jetzt in den Arsch geschoben oder was? Und los. Oder an die Nibbel gehängt? Alter, Willkommen im Animus 2.0. Aktion beendet. So. Düm. Geil. Republik Florenz, 1476. Sieht krass aus, Alter. Hui, hui. In Italien. Wer das jetzt nicht weiß, ne? Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Jungs sind Jungs. Vieri de Pazzis Männer bekämpfen. Nee, möchte ich nicht. Doch, möchte ich schon. Hinter dir. Hey, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Jawohl. Drücken, um zu X drücken, um zu schlagen. Machen wir das doch. Können wir den eigentlich über die Brüstung schießen? Ja, hui.
Alter, hör mal auf jetzt. Schön drauf. Jawohl. Jetzt nochmal. Pam, in die Eier und nochmal in die Eier. Hey, hinter dir. Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Oje. Oh yeah. Unser Foltermeister ist so gut, dass du ihm nicht nur deine, sondern auch seine... Zurück! Was? Zurück! Alter. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen. Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. 200 Florin plündern. Machen wir das doch. Haben wir schon mal 12? Da muss man B gedrückt halten, also jetzt, ne, vielleicht B festhalten. Nein, ich möchte auch noch... Ach Mann. Dürfte ich gern den noch plündern? Ja, wunderbar. Und den noch. Eigentlich schon andere Waffen haben wir noch nicht. Wir haben auch nur 5 Schild oder Gesundheit oder was. Und jetzt haben wir eigentlich bloß noch ein Gesundheit da. Ja. Aber wie es denn weitergeht und was denn das hier ist. Federico, die Auditore. Pass mal auf, da könnt ihr ja nochmal alles durchlesen hier, wenn ihr denn wollt. Mhm. Also einfach anhalten, wenn ihr denn das lesen möchtet. Ich mache das jetzt nicht, weil das einfach zu lange dauert. Obwohl, das ist jetzt nicht so viel, ne? Schüler und Adeliger, Geburtsjahr 1456. Ja, ne? Also, so. Wunderbar. Und wie es weitergeht, das sehen wir aber erst in der nächsten... Ja, geht nicht. Sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.